um die. Okay. Wie oft wurde dein Name eigentlich schon falsch ausgesprochen? Schon sehr oft. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber, und ja, den zu verbessern. Aber man spricht es Besuschkopf. Ja, genau. So wie man schreibt eigentlich. Ist nicht so schwer. Eigentlich gar nicht so schwer. Ja, stimmt. Du bist 22 Jahre jung. Ja. Du siehst irgendwie älter aus. Hörst du das öfters? Ja, das sagen viele zu mir. Stimmt, wegen meinem Bart wahrscheinlich. Du bist 97er Jahrgang. Genau, ja. Krass. Du hast ja schon ziemlich viele Stationen erlebt bisher. Ja. Moment, ich muss mir schnell den Punkt holen. Nein, nein. Du warst hauptsächlich eigentlich in Frankfurt, also das war deine Hauptstation, ja, bist aber dann ziemlich oft ausgeliehen worden. Was, deiner Meinung nach, was war die erfolgreichste Station bisher? Ja, es war eigentlich alles positiv. Jetzt das letzte Jahr war halt wichtig für mich, dass ich Spielpraxis sammle in Belgien. Das habe ich auch gemacht. Habe da über 30 Spiele gemacht. War einfach wichtig, dass ich in meinen Rhythmus komme. In Frankfurt war auch eine schöne Zeit mit Nico Kovac. Der hat mich auf jeden Fall weitergebracht in allen Belangen. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Und ja, jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. Ich habe. Oder vier, du. Drei beide. Hallo, ja, hallo. Ja. Kamera nimmt alles. Drei beide. Okay. Wie war die Zeit in Belgien? Ja, es war schön. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, also man weiß eigentlich nie, ob man in der Karriere im Ausland spielt. Mal im Ausland zu leben und eine andere Kultur kennenzulernen, eine andere Sprache nochmal. Sprichst du jetzt fließend Französisch? Ja. Ehrlich? Also, ja, ich verstehe. Ich habe es damals noch in der Schule gelernt. Also die Grundkenntnisse waren da. Die Wörter kannte ich eigentlich. Und dann nach 2-3 Monaten habe ich es eigentlich wieder aufgefrischt. Und dann, also nach einem halben Jahr, habe ich eigentlich nur Französisch dort gesprochen mit den Jungs. Cool. Ja, deswegen. Wie viel? 6-3 für mich. 5-3. 6. Habe ich gerade schon Angabe gemacht? Ja, echt? Eine. 6-3. Du bist kein Verlierertyp, nein, gell? Nein. Egal was ich spiele um zu gewinnen. 7-3. Vor allem gegen eine Frau kann man ja auch nicht verlieren im Tisch. Selbst wenn ich gegen meine Cousins spiele, die 3 sind oder so. Du lass die nicht gewinnen! Nein, nein, nein. Nicht mal. Nicht mal bei Memory oder sowas. Nein! Ehrlich? Ja. Das ist schon gemein. 8-3, ich habe noch eine. Das manipuliert schon einen Schläger. Ja. Das hat kaputt mir gegeben hier. Nein. War natürlich keine Absicht. Du hast ein sehr interessantes Lebensmotto. Das lautet? Das lautet, harte Arbeit schlägt Talent. Also in der Jugend war ich eigentlich immer einer, sag ich mal, der talentiertesten Spieler jemals in meinem Jahrgang. Und ja, es bringt nichts, dass man so viel Talent hat, wenn man im Herrenbereich ist. Da zählt eigentlich nur, wie man dann weiter hart arbeitet, um seine Ziele zu erreichen. Es bringt nichts, der talentierteste Spieler vor 5 Jahren gewesen zu sein, sondern man muss einfach tagtäglich hart arbeiten und dann, ja, dass man sein Talent dann auch unter Beweis stellen kann. Attacke! 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 Ja, geht doch! Ja! Du sollst mich nicht aus dem Konzept bringen. 10-7. 10-7. Matchball. Matchball. Yes! Was für ein Ballwechsel, ey. Du musst neidlos anerkennen, du warst besser. Dankeschön, danke. Du warst aber auch nicht schlecht. Hat Spaß gemacht.